Das Erreichen der Shepard hat Priorität. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pikmin 4, der Demo. Beim letzten Mal haben wir zwei unserer Crewmitglieder gerettet. Die Anführerin und den Kommunikator, glaube ich. Oder Navigator. Und unseren Hundi hier bekommen, Otschin. Wir sind auf dem Planeten, dessen Name ich nicht weiß. Und sind hier auf dem Planeten auf der Suche nach Captain Olimar, der verschollt ist und ein Notsignal gesendet hat. Aber zuerst müssen wir unsere Rettungscrew sammeln, denn diese ist auch abgestürzt. Zwei der Crewmitglieder haben wir gefunden. Und dort vorne ist unser Schiff, die Shepard, das wir jetzt angucken sollen. Hallo. Kommt da etwa Rauch aus der Shepard? Oh nein, ist kaputt. Das werde ich mir gleich einmal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Wie lustig die alle laufen. Und? Alles gut? Status Bericht. Ich habe das Schiff innere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist das zu reparieren? Ja, ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepard vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. Ja, das ist ja doof. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimars Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. Ah, hier ist es. Seht euch das mal an. Okay, zeig mal Captain Olimars... Hallo, da bin ich zum Eintrag, Logbuch. Schätze! Ja, das Hauptfeature. Nach eingehender Untersuchung der ganzen Objekte auf diesem Planeten kam ich zu dem Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann, doch die Suche nach dem Dolphin-Teilen muss Priorität haben. Ist von der Lore her Olimar einfach wirklich nochmal auf einem Planeten abgestürzt, der Schätze hat, oder... Wir finden es heraus. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Wenn man damit die Shepard reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Bin dennoch skeptisch. Aber so, wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. Mission, eine gute Energiequelle. Wir können die auf diesem Planeten befindlichen glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammle so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepard wieder Energie hat. Genau, und es hieß in der Demo, darf man 1500 Energie sammeln oder so, Glycerium. Stand ja am Anfang da. Wenn es uns gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Pikmin. Das könnte die Beagle übernehmen. Oh. Ist die Beagle mein Schiff? Die Schiffe heißen alle nach Hundearten. Ja, Shepard und Beagle sind Hundearten. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Wie wäre es dort drüben? Er spielt ja auch ein bisschen mehr Hundefokus. Gedreckt Katzenfans. Ja, sieht aus wie ein schöner Landekreis. Die Steine leuchten. Vielleicht ist das ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Basis. Bring die Beagle gleich her. Macht sie schon selber, scheinbar. Ist ja auf den Boden gucken. Die Beagle hat den neuen Standort erreicht. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir auf die Schatzsuche. Ich und die Gang. Sieht ihr etwas, das glitzert? Ja, ich habe was gesehen, was glitzert. Das hier ist eine Pikmin-Blume, da kommt später eine Zahl raus. Aber noch nicht, weil wir brauchen Pikmin. Hundi, guck mal, da ist ein Schatz. Eine Fahrradklingel. Was ist das, wonach wir gesucht haben? Nein. Ja, das muss einfach ein Schatz sein. Seht ihr, wie es glänzt? Sehen wir doch mal auf dem Tablett nach, ob wir eine Energiesignatur von ihm empfangen. Warum muss ich die Karte öffnen, weil ich es auf der Karte als Stern markiert bekomme? Glycerium-Gehalt bestätigt. Das Symbol Stern in der Mitte steht für einen Schatz. Und nun, dann kannst du auf der Karte nachsehen, ob sich Schätze in der Umgebung befinden. Okay. Hier hinsehen. Sehr gut. Ich hoffe, dass unsere Mission von nun an auch weiter so gut läuft. Aber, wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? Hundi? Ja, wir müssen erstmal da hinkommen. Ich sehe sie. Da sind sie. Was ist denn das? Ob das ein Schatz ist?
Ja, der beste aller Schätze. Hundi, grab aus. Eine riesige, leckere Tomate. Sieht echt saftig aus. Aber reinbeißen. Graben abgeschlossen. Das machst du gut, Abschieden. Ich muss ihm nicht mal sagen, wohin. So klappt das mit dem Transport. Wie es da selber hinrollt. Tada! Was ist schön. Ah, wieder Pikmin. Unglaublich, das Ding hat sich von allein bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich von nun, dass es sich um einen Schatz handelt. Aber was könnte es denn dann sein? Es sieht ja ein bisschen aus wie eine Pflanze. Ob es das war, worüber Captain Oliver in seinem Logbuch geschrieben hat? Er spricht doch von einer Zwiebel. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim ein Pikmin sein. Und das reimt sich. Da ist er. Der rote Pikmin. Cool, so Remixes von dem alten Pikmin-Themes sind es so. Ja, das könnte ein Pikmin sein. Captain Olivers Logbuch zufolge handelt es sich bei ihnen um freundliche und hilfsbereite Geschöpfe. Tja, in dem Fall könnten sie uns vielleicht bei Erkundung und der Suche nach Schätzen helfen. Der Hund. Der Hund findet ihn sehr suspekt. Ich muss aber nur auf den Hund ihm zugucken, erstmal, wie der im Kreis gejagt wird. Seht nur, Otschin freut sich schon mit dem Pikmin, er freundet sich schon mit dem Pikmin an. Du sollst dich auch vorstellen, Snowmap. Und Chefin, willst du doch länger da so rumstehen? Okay, Chefin hat Angst vor Pikmin. Kann hier unten jetzt durchschalten, genau. Mit A wirft man Pikmin, oder? Da ist er. Guck mal, ich hab vorhin schon gesagt, zack, gönn dir. Das ist ein Pikmin-Chip. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber die wachsen in Blumen. Und das ist gut. Ja, es gibt die in verschiedenen Farben. Und wenn man ein rotes sammelt und das rote zu einer roten Zwiebel bringt, dann bekommt man die doppelte Belohnung. Und was ist die Belohnung für einen roten Chip? Pikmins. Alles, was die in ihre... Also Schätze werden automatisch immer in... dann in die Beagle geladen. Und alles, was tote Gegner und so sind, können die Pikmin in ihre Zwiebel laden, um neue Pikmin zu erschaffen. In welche Zwiebel es geladen wird, später hat man ja verschiedene Farben und so, kommt immer drauf an. Ich weiß gar nicht, ob's... Ich meine vorhin gesehen zu haben, dass Olimar eine Zwiebel dabei hatte, die mehrere Farben hat. Vielleicht gibt's nur noch eine Zwiebel und nicht mehr mehrere für die verschiedenen Pikmin-Farben. Das kann natürlich auch sein, dass die sich upgradet in dem Teil. Ich glaube ja. Also, ich erkläre mal nicht weiter, wir gucken einfach, wie alles funktioniert. Unglaublich, noch mehr Keime. Das rote samenähnliche Objekt ist wohl ein Knopf. Knopf heißen die, okay. Wenn er zur Zwiebel gebracht wird, entstehen daraus weitere Pikmin. Mit rätselhafte Lebensformen. Aber früher musste man die richtige Farbe halt immer bei den richtigen Zwiebeln abgeben, um doppelt so viele Pikmin zu bekommen. So können wir unsere Pikmin vermehren. Okay, du machst das da. Warum ist der Hund da am Arbeiten? Keine Ahnung. Du machst das da, du machst das da. Ja, der Hundi macht das auch. Sehr schön. Du machst den hier. Wir brauchen mehr Pikmin. Hunderte. Oben ist so ein Schild, was angepflanzt wird. Und hier haben wir, weiß ich nicht, ach, so eine kleine Gabel. Grab aus. So. Wir gönnen uns unsere Pikmin. Sehr viele Texte, wie man das Spiel steuert. Aber ich glaube, die verschwinden mit der Zeit. Der Hundi macht schon hier seine Aufgabe. Der gibt schon den ersten Schatz ab. Aber eine Gabel. Ich bin so gespannt, wie die... Ich hoffe, die haben wieder lustige Namen, die Gegenstände. Wurden so absurd bezeichnet. Dieser Schatz ist ja riesig. Wie können wir etwas mit dieser Dimension im Schiff lagern? Die Beagle nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Daher sollte das kein Problem sein. Ich werde den Schatz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich enthält er die Energie, die wir brauchen. Richtig Speedrun hier auf einmal. 20 Pikmin, 1000 Sachen aufgehoben, Schatz instant ausgegraben, 50 Energie schon, okay. Aha, ein Energiegehalt bestätigt. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerium sammeln, hätte die Shepard wieder Energie. Aber die Shepard verwendet doch eher konventionelle Treibstoff als Energiequelle. Es sollte möglich sein, sie ausschließlich mit Glycerium fliegen zu lassen. Wir werden dabei aber wohl etwas durchgerüttelt. Doch, bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. Dann sollten wir das Gebiet nach weiteren Schätzen absuchen. Mitgemacht. Neuen Schatz eingesammelt. Wie mir gar nicht der Schatz gezeigt wird.
Das wurde immer ein extra Fenster geöffnet sonst. Logbuch? Knopfdinger, Schätze. Ja, und unten rechts steht auch immer, wer den Eintrag geschrieben hat über Zwiebel und Pikmin. Als ich einen Keim herauszog, kam eine faszinierende Kreatur zum Vorschein. Schnell wollte ich mich zurückziehen, doch sie folgte mir. Glücklicherweise scheint sie mir freundlich gesonnen zu sein. Ich werde sie Pikmin nennen, da sie einer Pik-Pik-Karotte ähnelt. Genau, stimmt es. Die ähneln den Karotten auf seiner Heimat. Haben wir kein Eintragheft für Schätze? Vielleicht noch nicht. Es gab ja eigentlich sowas wie einen Tageszyklus immer. Aber oben in der Mitte haben wir einen von drei Schätzen, hat es gerade angezeigt. Es gab ja immer so eine Art Tageszyklus in dem Spiel, wo man immer arbeiten musste. Ist ja noch gar nicht aktiv. Sind ja immer noch sehr tutorialisch unterwegs. Du machst den da, du machst den da. Ja, und es wird ein Pikmin zum Tragen benötigt, aber man kann zwei hinsetzen. Dann tragen die, glaube ich, schneller? Nö, den Einser tragen sie gerne alleine scheinbar. Oder? Nee, doch, können sie tragen zu zweit, genau. Bisschen schneller unterwegs sein. Ich sehe da vorne, da hinten auf dem Blumentopf. Eimer. Nee, ich glaube, es ist ein Eimer, so ein blauer da vorne. Da sehe ich schon mal was drauf. Das gönnen wir uns auch gleich. Aber erstmal mehr Pikmin. Aber die Crew lassen wir später auch rumstehen, weil ein bisschen viel, was mir hinterher rennt gerade. Da oben glitzert was. Hundi, du sollst schon mal sprinten. So. Kannst du es einfach runterrammen? Achtung, es fällt gleich auf dich drauf. Young Game Boy Pocket! Da steht sogar Nintendo! Game Boy Advance SP. Das war knapp, viel zu knapp! Pikmin! Sammelt! Fiegel darf es auch helfen. Geht nicht? Aber eigentlich dürfen mehr als 10 tragen. Ja, eben, 13. Also theoretisch immer das Doppelte darf tragen. Unten steht, was man braucht, und oben, wie viele gerade tragen. Aber theoretisch könnte ich auch 20 tragen lassen. Und der Hundi steht ja scheinbar als 3 Pikmin beim Tragen immer. Mein Schatz eingesammelt. Okay, dann holen wir mal den dritten Schatz. Ach, guck mal, es gibt verschiedene Kategorien scheinbar. Das war jetzt schon der zweite Schatz. Mach einfach genauso weiter. Und Pikmin wirft man scheinbar sehr viel weiter als den Hundi. Ihr tragt das. Zu 10. Sehr schön. Wenn wir das abgeben, dann sollten wir jetzt die 300 zusammen haben. Guck mal, ob ich hier irgendwas in der Distanz sehe, aber ich glaube nicht. Werden wir wahrscheinlich sogar echt jetzt weiterfliegen. Okay. Ihr zwei seid ein fantastisches Team. Zoomap und Otchen. Verstanden. Der Hundi hat mitgemacht. Das war perfekt. Obwohl es nicht ganz die richtige Gelegenheit für einen Verstanden war. Aber ich sehe, dass du dir Mühe gibst. Ich mache einfach alles falsch. Pikmin sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungshunde. Otchen ist so süß. Jetzt sollten wir die Energie aus dem Schätzchen extrahieren. Möchte ich gleich jetzt herkommen. Okay. Also, er sagt okay. Ich, keine Ahnung, ich trinke einen Schluck und schau denen mal zu, was die machen. Bald haben wir die Energie aus den Schätzen extrahiert. Sie wird dann direkt zur Shepard geleitet. Naja, meine kleine Beagle-Drohne passt ja schön da oben drüber. Die Energie wird da reingedingst und es fällt dann trotzdem noch rein. Okay. Spaltet also die das Glycerium raus, aber sammelt die Schätze trotzdem. Verstehe. Zerstört nicht mal die Objekte. Und das Raumschiff freut sich ja richtig. Aha. Raumschiff repariert. Und durchgespielt. Credits. Die Shepard verfügt dank des aus dem Schätzen extrahierten Glyceriums wieder über Energie. Wir haben es geschafft. Die Systeme des Schiffs haben wieder Energie. Zwar reicht sie noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir ja schon direkt ein Signal auf. Und? Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Sie könnten von den vermissten Rettungscrewmitgliedern oder sogar von Captain Olimar stammen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Abschlussbericht Tag 1. 2 Crewmitglieder gerettet. Gesammeltes Glycerium. Ja, sie heißen wieder so lustig. Der Prinzessinnen-Speer.
Was ja interessant. Das Schiff vergibt automatisch Namen für die Objekte. Die anregende Klapptafel und der Wegbereiter. Aber die hatten eigentlich auch so Lore, die versucht hat, die Gegenstände zu beschreiben. Das war auch immer super. Auf unserer Mission treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte. Da habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. Ja schon, aber ein Reserveenergiegenerator hätte uns mehr genützt. Kann ich die mir genauer angucken? Nö. Ich kann nur weiterdrücken. Okay. Stimmt später. Als ich Rauch aus der Shepard aufsteigen sah, war ich ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Zum Glück konnten wir einige Reparaturen vornehmen. Wir mussten für eine Weile auf jeden Komfort verzichten und es geht nichts über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit. Und du bist dir sicher, dass wir genug Notfallrationen haben, Colin? Schließlich wissen wir noch nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen. Ich habe unsere Vorräte dreimal gezählt, aber ich sehe lieber noch einmal nach. Gut, morgen geht es ans Erkunden. Daher sollte sich Ochin gut ausruhen und du dich natürlich auch zur Map. Und vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Okay. Gute Nacht. Schau dir nur noch mal, was sie gerade schon gesagt haben. Rettungsmission, Tag 2. Aufstehen, Soldaten! Hundi, ja. Wow, wow. Ich bin bereit. Die Blumen sind nachgewachsen, heißt mehr Pigments für mich. Gut, das wären dann wohl alle. Diese Strategiebesprechung ist hiermit eröffnet. Verstanden. Ich fasse mal die aktuelle Lage zusammen. Gestern wurden 2 Rettungskrewmitglieder und ein Rettungshund gefunden und das alles dank zur Map. Der Verbleib von 4 weiteren Kollegen ist allerdings unbekannt und die Shepard ist nicht einsatzbereit. Ich würde also sagen, dass wir bei unserer Hauptmission Captain Olimas Rettung auf einige Hindernisse gestoßen sind. Unsere oberste Priorität ist die Suche nach unseren 4 Kollegen. Zur Map. Ochin. Fliegt in das Gebiet, aus dem unser Radar die Signalempfänger hat und findet die vermissten Rettungskrewmitglieder. Colin und ich bleiben beim Schiff. Wir werden euch von hier aus mit Informationen unterstützen. Keine Sorge, über die drahtlose Verbindung der Shepard können wir jederzeit miteinander kommunizieren. Normalerweise würde ich einem Neuling mit nicht so viel Verantwortung zumuten, doch ich habe gesehen, was du leisten kannst. Außerdem steht dir auch Ochin zur Seite. Ihr zwei seid ein tolles Team. Chefin, was wird jetzt aus der Suche nach Captain Olimar? Sollen wir sie ganz offiziell auf später verschieben? Nein, vielleicht finden wir ihn ja, während wir nach den anderen Rettungskrewmitgliedern suchen. Ich werde diese Mission weiter als aktiv führen, nur für den Fall. Gut, dann erkläre ich diese Strategiebesprechung hiermit für beendet. Verstanden. Mission Olimas Rettung immer noch aktiv. Captain Olimar ist auf einen unerforschten Planeten gestrandet. Mache ihn ausfindig, während du nach den vermissten Mitgliedern der Rettungskrew suchst. Jawohl. Verstanden. Sammle 1500 Einheiten Glycerium und beende den Tag, um die Demo-Version abzuschließen. Oh, das ist viel zu schnell vorbei. Um die Demo-Version abzuschließen. Danach kannst du sowohl in der Smart-Geräte-App Pigment Bloom als auch in der Vollversion des Spiels Belohnungen erhalten. Okay, wir haben 300 von 1500 Energie. Ich müsste da was mit dir besprechen. Aber mein Hundi ist so fleißig. Guck mal, der macht neue Pigments. Okay, du hast Expedition und was hast du? Du hast erst vor kurzem bei uns angefangen und schon so viel geleistet. Du wirst das doch weit bringen, keine Frage. Beim Erkunden der unerforschten Planeten muss man sich natürlich auf Gefahren einstellen, aber du schaffst das schon. Warum ich mir da so sicher bin? Weil ich dein Potenzial sehe. Darum habe ich dich auch für die Rettungskrew angeworben. Danke. Was möchtest du? Es würde dich freuen, dass ich einige neue Funktionen auf deinem Tablet installiert habe, um dir die Arbeit erleichtern zu können. Sie sind sehr praktisch, also sieh sie dir doch einmal an, wenn du eine Minute Zeit hast. Gut, das war's auch schon, was ich dir sagen wollte. Bist du bereit für die nächste Expedition? Warte mal kurz. Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Sprich mich einfach an, wenn ich helfen kann. Das neue Sache auf meinem Tablet installiert. Zeig mal her. Status. Jo, wir haben echt mehr Sachen als am Anfang. Hier. Fortschritt. Basiscamp 100% gerettet. 2 von 2. Glycerium 300 von 300. Keine Pigments verloren. 13 gesammelt. Missionen haben wir hier. Alle Quests, die wir haben. Okay. Ja, Glycerium 1500 sammeln. Colin. Und Olimar retten. Sehr schön. Also es hat gesagt, ich soll so und so viel Glycerium sammeln und dann den Tag beenden. Heißt das, dass die Tage kein 10-Minuten-Zeitlimit mehr haben? Also ich weiß, oder 15 Minuten irgendwie so?
Pikmin rufen und zurückschicken. Ja, es sieht echt alles danach aus, als ob alle in einer Zwiebel dann sind. Wenn da extra so ein Menü aufgeht bei den Pikmin rufen. Ja, ich sammle mal kurz hier die Sachen. Einfach alle Blumen nochmal. Warum zeigt es mir das nochmal mit einer Animation? Ich weiß doch, dass da Pikmin rauskommen. Hä, da kommen wesentlich mehr raus als gedacht. Wo kommen denn da 5 Pikmin raus? Hä? Die Zwiebel stößt jetzt keine Samen mehr aus. Die von der Zwiebel ausgegebenen Lebenszeichen führen zu dem Schluss, dass sich jetzt mehr Pikmin im Inneren befinden. Vielleicht kann sich nur eine bestimmte Anzahl Pikmin an der Oberfläche aufhalten, damit zu große Verluste vermieden werden. Ah, scheinbar gibt es ein 20 Pikmin-Limit für den Ort hier auf jeden Fall. Oder allgemein erstmal. Vielleicht muss man das alles upgraden. Später mehr werden oder so. Da hinten ist Olimars Traumschiff. Oder bin ich dumm? Da drüben liegt doch die Dolphin. Oh mein Gott. Wir sind einfach 10 Meter daneben und können nichts machen. Wenn wir nicht in der Lage sind, da hochzugehen. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als könnte man später da erkunden. Das ist ja schon sehr ungünstig, dass es echt einfach da vorne ist, das Schiff von ihm. Okay. Wir haben es nicht gesehen oder so. Genau, wir haben jetzt 25 Pikmin. Das ist doch schön. Bin bereit für die Expedition. Die Beagle kann starten, wenn Olimar das Signal zum Aufbruch gibst. Aufbrechen. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. So. Irgendwas in der Nähe? Da. Ein Stück Dreck auf dem Boden. Die sonnigen Anhöhen. So und so viel gerettet, so und so viel Schätze, so und so viel Zwiebeln. Okay. Dort könnte sich ein Mitglied der Rettungsruhe aufhalten. Schnell, wir müssen mit der Suche beginnen. Dann auf zu den sonnigen Anhöhen. Okay, und die Crew bleibt ja jetzt eh hier und alles. Nur die Pikmin-Zwiebel sollte mir folgen. Ja. Haben einfach auch Raumschiff-Technologie. Ich hinterfrag's nicht. Oh, die Zwiebel hebt auch ab. Okay, er hinterfragt's genauso. Ein Dandori-Meister weiß, dass man je nach verfügbaren Pikmin-Aufgaben anders verteilt. Experimentiere mit unterschiedlichen Strategien. Ich habe nur rote Pikmin, aber danke. Transportiert Otchin-Beute entstehen Pikmin-Keime der Farbe, die bereits Teil der Zwiebel ist und von der du am wenigsten Pikmin hast. Ah ja. Okay, also muss man immer noch mit den Farben drauf achten und so weiter. Und ich sehe da eine sehr leuchtende Erdbeere. Und da sind Gegner. Punktkäfer heißen die. Die sind so süß. Und da ist so ein Feuerelefant. Oh. Pikmin hat so insane Gegner. Also, und auch richtig gruselige Gegner, immer umso weiter man in der Story ist. So richtig merkwürdige und... Ja, dann sterben auf einmal 100 Pikmin. Hallo, hallo, hier spricht Colin. Meinen Daten zufolge bist du ohne Zwischenfälle in dem Zielgebiet angekommen. Einen Moment, ich lasse die Chefin erklären, wie wir bei der Rettungsmission vorgehen. Doch, es gibt ein Zeitlimit. Siehst du die oben links auf dem Bildschirm? Sie ist so synchronisiert, dass der Zeiger den rechten Rand erreicht, wenn auf diesem Planeten die Sonne untergeht. Suche tagsüber nach unseren vermissten Kollegen, kehre aber unbedingt zur Basiscamp zurück, bevor es dunkel wird. Alles klar. Die korrekte Antwort ist verstanden. Wie dem auch sei, ich wünsche dir viel Glück und ein gutes Gelingen. Oh, vielleicht hast du dich schon gewundert, was die Zwiebel in der Nähe der Beagle macht. Den Informationen aus dem Logbuch zufolge dient die Zwiebel den Pikmin auch als Transportmittel. Wenn ein schnelles Vorankommen ist es immer gut, Hilfe zu haben. Lass dich da draußen also von den Pikmin unterstützen. Ja, alleine würde ich, glaube ich, hier echt nicht unterwegs sein sollen. Ja, Pikmin! Nimm mal eine volle Ladung mit. Noch habe ich ja eh nur eine Pikmin-Sorte. Es gibt Aufgaben zu erledigen. Ja, mehr Pikmin sammeln. So, scheinbar hat man irgendwie den Hund zuerst ausgewählt, weil ich will immer ein Pikmin werfen und auf einmal rennt der Hund weg. Wir haben da oben Baseball, der bestimmt anders heißt. Wir können natürlich auch auf unser Tablet gucken. Ja, guck mal. Das ist jetzt schon ein schön großes Gebiet. Was haben wir da? Hier hinsehen. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal hin. Vorsicht, da vorne ist etwas. Ja, komm, lass mich selber gucken. Was ist das? Ja, aber erstmal Pikmins draufwerfen. Ein hübscher Stein, oder? Ein Schatz ist das wohl nicht, aber vielleicht kann man damit etwas machen. Ich sehe mal in Olimars Logbuch nach. Rohmaterialien. Rohmaterial wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Stein, doch tatsächlich handelt es sich um ein
fossilisierte Biomasse. Diese schmilzt bei Hitze und bildet eine lehmähnliche braune Substanz, die gut formbar ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Also für Brücken oder sowas? Wenn es um Maschinen geht, kenne ich mich ganz und gar nicht ganz gut aus, aber ich weiß nicht, wie man Materialien weiterverarbeitet. Wenn Russ da wäre, er wüsste bestimmt etwas damit anzufangen. Vorläufig sollten wir das Rohmaterial einfach sammeln. Wenn Russ wieder da ist, wird er bestimmt sich darüber freuen. Sammelt. Und die darf's auch. Eins bleibt liegen. Jawohl. Hat er es gerade einfach geschluckt? Hundi? Der hat's in seinen Backen. Bist du ein Hamster? Der Hund kann einfach alles. Blech. Eine Ladung Rohmaterial wurde... Dingst. Alte Türbögen? Warum sagt's das? Ach so, weil das vielleicht Landepunkt 1 ist oder sowas? Rote Pikmin. Guck mal, hier kriegen wir... müssen echt mal hier reingucken. Aufpassen. Feuer sollte ein natürlicher Feind der Pikmin sein, doch während andere Pikmin darin verbrennen, macht es roten Pikmin nicht das geringste aus. Auch sind ihre Angriffe stärker als die anderer Pikmin-Arten. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Haha. Zombie, der Pikmin-Meister, weiß noch, was seine roten Pikmin können. Genau. Otchin K.O. 0. Rettungskrew-Mitglied K.O. 0. Gesammeltes Rohmaterial 20. Okay. Wir haben ja zu tun. Okay, das Zeitlimit läuft. Wir müssen uns beeilen. Den Tag spielen wir ja auf jeden Fall natürlich zu Ende. Und sammeln, was wir können. Pikmins Attacke! Wenn man Pikmin auf so kleine Gegner wirft, zermatscht man die automatisch. Deswegen war der recht schnell besiegt. Und das ist eine Blume für 5 Pikmin. Den tun wir da ein paar drauf werfen. Die machen alle ihre Arbeit. Der ist ein weiterer Untergrund und ich werde angerufen. Hallo? Willkommen zur Map. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Um unsere vermissten Kollegen zu finden, wirst du Otchins Hilfe brauchen. Ah, kann ich auch. Oh. Mit seinem guten Geruchssinn kann Otchin die Fährte unserer Kollegen aufnehmen. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen und wähle dann mit Hilfe des Sticks die Aktion Auftrag. Für den Auftrag sollte der Auftragssuch genau das Richtige sein. Damit bringt dich Otchin direkt zu dem, was du suchst. Ha, also kann ich ihn allgemein nach Sachen suchen lassen für mich. Bei einer Rettungsmission arbeitet man gegen die Zeit. Mach dir deinen Dandori-Können zunutze und finde unsere Kollegen. Ich gucke. Du wirkst verwirrt, Zombie. Hast du den Begriff denn noch nie gehört? Wie erkläre ich dir das am besten? Dandori bedeutet, seine Aktion vorausschauend zu planen und beim Verfolgen seiner Pläne effizient vorzugehen. Dieses Wissen ist etwas in Vergessenheit geraten, aber bei der Rettungskrew bemühen wir uns, es umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man seinen Dandori-Können verbessert. Wenn du nach unseren Kollegen suchst, wirst du es brauchen. Öffne für den Anfang einmal mit Y die Aktion und gib Otchin den Auftrag zu suchen. Okay. Ja, effizient sollte man natürlich sein, wenn man nicht so viele Tage hier verbringen will auf dem fremden Planeten. Ach guck mal, ich kann die Pikmin auch entlassen. Etwas auftragen. Such Gestrandete, lass deinen Hund nach Schätzen suchen. Such. Otchin, folge der Fährte. Okay, Otchin hat etwas vernommen. Wir gehen mal einfach mit unserer kleinen Gang da lang. Die Pikmin da drüben sammeln ja weitere Pikmins für uns. Das war ja auch ein 5er-Knopf. Das heißt, 10 rote Pikmin kommen da raus. Und ich kümmere mich erstmal um den hier. Zack. Die Wand muss aus dem Weg. Okay. Pikmins zum Angriff. Hundi? Wie er mich angeguckt hat. Okay, ich muss ihn zweimal anpfeifen, dass es geht. So, du hilfst tragen. Und ich hole mal kurz die anderen Pikmins. Brauchen mehr. Schneller. In Pikmin 2 oder 3 hatten wir auf jeden Fall Upgrades auch für den eigenen Charakter bekommen, mit dem man dann selber zuhauen konnte und sprinten und sowas. Also kommt bestimmt auch alles. Okay, ihr habt das erledigt. Dann gehe ich mit denen da vorne weiter. Ohne unseren Hund. Perfekt. Eier? Oh, nicht. Okay. Ich hol die Pikmins nochmal. Ja, ein bisschen schade, dass nicht so viele Pikmin-Samen jetzt hier zum Rauszupfen sind. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht, aber ich bin halt am Limit mit den 20. So, das da vorne war Honig. Honig ist sick. Ich habe ja gesagt, meine Pikmins haben nur ein Blatt oben. Die sind noch nicht cool genug. Aber jetzt werden die strong gemacht. Jetzt werden die zu den guten Pikmin. So, meine Jungs. Gönnung! Hallo, ich wollte mehr drauf werfen als ein. Habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor?
Bei dieser Substanz handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Im Logbuch zufolge bewegen sich die kleinen Kerlchen umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Es sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Genau. Pikmin gönnen sich richtig hart Honig oder Nektar und kriegen dadurch die Blüten auf den Kopf. Sind dadurch schneller und stärker, glaube ich. Beides sogar. Halten auch mehr aus, alles. Aber geupgradet. Und ich glaube, da drin wird unser Kollege sein. Ganz starke Vermutung. Na sowas, das ist ja auch eine Höhle. Wir wimmeln nur so von Kreaturen. Auf der Flucht vor ihnen können sich unsere Kollegen in die Höhle zurückgezogen haben. Wir sollten uns da drin mal umsehen. Ja, machen wir gleich. Ich möchte nur kurz den Feuerelefanten da vorne besiegen. Die Beagle ist jetzt ziemlich weit weg. Ah, guck mal, hier ist ein neuer Landepunkt für die Beagle. Ja, der ist eigentlich gefährlich. Ihr seht auch, meine Pikmin haben, was der Schaden geht, davon getragen. Aber das Tutorial ist scheinbar gerade wichtiger. Hm, schon wieder diese Steinkreise. Finden sie an günstigen Orten, ob Captain Olimar sie für uns hier zurückgelassen hat. Nun, wie dem auch sei, wir scheinen im Territorium dieser Kreatur da zu sein. Dann sollten wir eine Basis aufbauen. Das wäre ein kluger Dandori-Schachzug, um effizienter erkunden zu können. Und wir müssen unbedingt etwas wegen dieser lästigen Kreatur unternehmen. Bin doch schon am Kämpfen. Ja, mein Hundi hat gerade gebrannt. Ja! Auch schon Schwanz steht in Flammen. Lösche schnell das Feuer, indem du B gedrückt hältst. Okay. Gelöscht. Ja, dieser Elefant kann alle, die an ihm dranhängen, so nach vorne werfen. Und ihr seht, verlieren dann auch das Upgrade. Theoretisch also klug, erst ein Pikmin draufzuwerfen, dass er den nach vorne wirft und dann alle anderen danach. Und... ja. Achso, Basis verlegen, kann ich einfach sagen. Cool. Ja, jetzt haben wir ein bisschen von der Power verloren, aber egal. Dafür haben wir hier gut was wettgemacht. Ach, guck mal, und sobald wir Russ haben, können wir hier eine Brücke drüber bauen. Was mir jetzt erklärt wird. Sieht aus, als hätte jemand begonnen, etwas zu bauen. Ich frage mich, wer das wohl war. Hm, dieses Konstrukt könnte uns sehr nützlich sein, wenn das nur bereits fertiggestellt wäre. Okay. Ja, okay. Ich gehe in die Höhle. Verstanden. Wird erledigt. Ich kann auch vorsichtshalber mal sagen, Hundi, such. Dann wird er wahrscheinlich auch zur Höhle mich führen, ne? Und schön, folgt der Fährte. Ja. Okay. Dann gehen wir erstmal da rein. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesem Koordinaten gibt? Ja, habe ihn gefunden. Auf der Suche nach Dolphin-Teilen betrat ich eine Höhle. Achso, Olimar. Auf der Suche nach Dolphin-Teilen betrat ich eine Höhle und traf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt. Und sie stieß eiskalte Luft aus. Wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind, das Ökosystem dieses Planeten ist voller Mysterien. Seht euch das mal an. Dieser Olimar ist ja ganz schön gründlich. Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Beagle kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sie nicht erst an der Basis abholen muss. Die Pikmin, die sich schon an der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Okay. Die Frostkaverne, Ebene 1. Okay, und ich kann sagen, ich will so und so viel Pikmin mitnehmen. Ja, nehmen wir 20 rote mit. Klar. Nicht mehr alle mit Blume, aber ich lebe mit meinen Fehlern. Oh, und das Raumschiff fliegt aber mit rein. Aber wie wir die Frostkaverne erkunden, sehen wir erst beim nächsten Mal, denn das zieht sich noch ein bisschen. Deswegen war es das mit der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Frostkaverne erkunden und dort auf eisige Gegner und anderes treffen. Bis dann, euer Zimbelmann.